Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K24, wie es bei uns immer heißt. ECW 2K24. Wir haben noch vier Shows vor unserem großen Pay-Per-View Hardcore Heaven. Und ich kann ja schon jetzt versprechen, wir haben schon für nach Hardcore Heaven die ein oder andere Neuverpflichtung wird getätigt. Also da bleibt auf jeden Fall dran. Schauen wir mal, was die heutige Card verspricht. Einmal trifft hier Jake the Snake Roberts in einem TLC-Match auf Kurt Angle. Dazu noch Kid Cash gegen Eddie Guerrero, die eigentlich zuletzt als Team angetreten sind. Terry Funk, der hat es mit Ricky the Dragon Steamboat zu tun. Auch da Matchänderung. Vorher war da Mike Awesome mit drin. Gucken wir mal, wie das Ganze sich ausspielt. Cheryl Lynn gegen Taz. Da geht es um den FTW-Title, der inoffizielle Titel, den Taz damals eingeführt hat. Und im Hauptkampf treffen Lita, Tamy Lynn, Sitch und Chaz in einem Extreme Rules Match aufeinander, wo es auch um den Damen-Titel geht. Schauen wir mal, wie das Ganze sich ausspielt. Los geht's. Viel Spaß. Und wie immer greifen wir nicht in die Matches ein. Wir bestimmen einfach einen, mit dem wir spielen und gucken dann, wie das Ganze ausgeht. Los geht's. Kurt Angle gegen Jake the Snake Roberts. Ich nehme mal Kurt Angle. Eintritt, die Einzüge lasse ich manchmal laufen, manchmal breche ich es auch ab, je nachdem, ob wir es schon ein paar Mal gesehen haben oder ob es neu eine Serie ist. Jake the Snake Roberts mit Damien haben wir schon gesehen, deswegen springen wir das Ganze. Kurt Angle wird dann auch wahrscheinlich nach dem Pay-Per-View oder erstmal eine Pause kriegen. Also TLC-Match ganz kurz, es muss der Koffer über dem Ring abgehängt werden. Was da drin ist, wissen wir jetzt auch nicht wirklich. Es geht um kein Titelmatch. Also auf jeden Fall muss man die Leiter in den Ring bringen, muss den Koffer, der über dem Ring hängt, abhängen. Und dann hat man das Match erst gewonnen. Also vorher heißt es eigentlich, den Gegner erstmal so weit zu schwächen, dass der dann nicht mehr auf die Beine kommen kann, nicht mehr die Leiter hochsteigen kann, beziehungsweise uns nicht daran hindern kann, dass wir die Leiter hochsteigen. Das ist eigentlich die ganze Kür dahinter. Klingt einfach, aber gucken wir mal. Haben wir jetzt mal den Schwierigkeit um eine Stufe erhöht. Das heißt, nicht mehr ganz so einfach, weil vorher haben wir ja fast theoretisch jedes Match gewonnen. Deswegen, ich spiele, wie gesagt, mit Kurt Angle. Der nur, ja, in der alten ECW nur mal als Zuschauer dabei war, kurz nach der Goldmedaille 96. Und deswegen, ja, geben wir den wahrscheinlich nach Hardcore eine längere Pause. Hier geht auch Jake Roberts gleich mal raus. Innen steht schon leider aufgebaut. Jake Roberts ist doch eher in einem Stuhl interessiert. Das heißt, Singapore Cane Time. Warum es hier jetzt einen Countout gibt, verstehe ich auch nicht ganz in einem TLC-Match. Das ist alles erlaubt, aber der Ring tatsächlich den Countout, der gar nicht da ist. Etwas strange, aber gut. Ja, manche Matcharten sind nicht so ganz durchdacht. Das ist irgendwie. Das hat eigentlich Ziel, da oben den Koffer abzuhängen und nicht. Das ist der einzige Weg, das Match zu gewinnen. Deswegen baut jetzt hier Jake Roberts auch schon mal die Leiter auf. Ich schmeiß den jetzt einfach mal raus. Wo ich hier hoch kann. Ja. Oder auch nicht. Oben ist der mir angesprochene, ja, jetzt ist es zu spät, genau. Angesprochene Koffer. Ich verstehe die Match-Ansetzung ehrlich gesagt überhaupt. Also abgesehen davon, dass die beiden miteinander bisher überhaupt nichts zu tun hatten. Ich glaube nicht mal, dass die sich im Royal Rumble neulich getroffen haben. Und dann gleich ein TLC-Match. Pin ist hier auch möglich. Da gucken wir mal, was da passieren würde, wenn man unseren Gegner Pin ist. Dann nehme ich mal einen Ref da. Ja, das ist kein Ref da, der zählen kann. Ich weiß auch gar nicht, wer den Countout zählt. Ja, Schäbse Ansetzung auf jeden Fall. Muss man den Ball richtig reinbringen hier in diese Lücke. Das Ganze fünfmal, dann hat man auch. Ja. Ja, gut. Kurt Angle gewinnt, war jetzt ein recht lahmes Match. Noch eine recht lahme Ansetzung.
Kid Cash gegen Eddie Guerrero mit geht's weiter. Ich weiß nicht, warum es erst Snow noch hier mitmischt. Okay. Ja. Wir nehmen mal Kid Cash. Snow ist als Manager mit dabei. Der steht auch draußen in der Ecke von. Wie gesagt, zuletzt waren Kid Cash und Eddie Guerrero noch befreundet miteinander. Jetzt hier gleich. Hat im letzten Match dann auch Eddie Guerrero das Ringpolster entfernt. Allerdings ist da dann Kid Cash selber reingerannt. Hat zwar das Match trotzdem noch gewinnen können, aber das ist ein bisschen Unmut gebracht hier, keine Ahnung. Schauen wir mal. Trench Powerbomb. Splash über Seil und Kid Cash auf den am Boden stehenden Eddie Guerrero. Jetzt geht's gegen die Ringposten. Okay, jetzt geht's hier in Unterbrechung und dann bin wieder Ref dazwischen. Ref Bump. Bringt es am Boden. El Snow schmeißt einen Stuhl in den Ring. Oder kann Eddie kontern? Jetzt war ja die Frage, für wen war der Stuhl eigentlich gedacht? Für Eddie oder wirklich für Kid Cash? Eddie kommt wieder zwischen. War schon Leg Sweep. Ref kommt auch wieder auf die Beine. Hat sich jetzt wunderbar, warum da auf einmal ein Stuhl drin liegt. Also keine Ahnung, was die Aktion genau bringen sollte, für wen das jetzt gedacht war. Und nur weil es halt klar, weil jetzt hier El Snow auf der Seite von oder in der Ecke von Kid Cash steht, heißt aber lange, dass er dafür, dass er jetzt für ihn zur Unterstützung mit dabei ist. Ich habe schon viele Sachen gesehen. Oh. Auch recht Chepsis Finish. Also Snow applaudiert auf jeden Fall. Jetzt gibt der nochmal Kid Cash eine Anweisung an El Snow, der schmeißt wieder den Stuhl rein. So, dass man der Ringrichter verscheucht. Ja, und dann schlägt er ja auf Eddie Guerrero mit dem Stuhl ein. Also da ist dann schon klar, wie das jetzt geplant war. Der Snow möchte hier weitere Stuhlschläge. Und auch den Stuhl. Und auch er schlägt auf Eddie Guerrero ein. Also da. Okay, interessant. Schauen wir, wie das in den kommenden Wochen weitergeht. Terry Funk gegen Ricky the Dragon Steamboat. Auch da war eigentlich der Ansatz ursprünglich Terry Funk gegen Mike Awesome. Einzug machen wir hier aus, haben wir schon von beiden gesehen. Irgendwas wird hier bestimmt noch mit Mike Awesome passieren. Wir nehmen mal den Dragon, den haben wir noch gar nicht benutzt. Außer mal kurz. Ne, im Rumble war er auch als. War auch nicht selber gespielt. Mike Awesome hat immer nichts zu sehen. Terry Funk jetzt zuletzt auch mit im Title Picture, hat ja auch wegen. Auch mit unter anderem mit Rob Van Dam und Sabu eben im Spiel um die ECW World Championship beteiligt. Knee Drop geht daneben, da kann Terry Funk ausweichen. Suplex-Ansatz. Und Suplex. Der Dragon ist ein bisschen schneller auf die Beine. Drop.
Ein Versuch. Du bist zwei. Harry Funk, gerade am Kopf schon arg gekennzeichnet. Wieder Knee Drop. Weitere Schläge hier. Der dritte im Eck. Das ist eine Show, die mir mit dem, wie es bisher läuft, überhaupt nicht gefällt, ehrlich gesagt. Aufgabe-Move jetzt hier vom Dragon. Da kann sich Terry Funk nochmal befreien. Kommt er mit einem Side-Drop. Ja, früher noch verboten, Faustschlag. Jetzt über das oberste Seil. Und der Ref. Wenn das zählen dann. Harry Funk baut derweil das Ringpolster aus der Ecke ab. Steigt das oberste Seil, will er nach draußen springen. Double Alexander Blow, aber dann ein Schlag in den Magen. Dann Wicked Dragon Steamboat kontern. Kick. Der Dragon auf Seil, soll der Big Splash folgen. Irgendwie macht er mal wieder das Ringpolster fertig, aber da Big Splash oder Fly High Cross Body Cover, aber der Ringrichter sieht es nicht, weil er das Polster wieder festmacht. Weil es natürlich dem Dragon gar nicht. Snake Eyes von Terry Funk. Elbow Drop in den Rücken. Ein Roller, schnell gekontert von Ricky Dragon Steamboat. 1, 2, oh, nur bei 2. Dragon wieder nach draußen, diesmal fängt ihn aber Terry Funk allerdings ab. Und ein harter Body Slam auf den Boden. Das ist eine Ringabsperrung. Terry Funk mit Momentum jetzt ganz klar. Ja, das soll er sich ein bisschen sparen hier zu pausen. Wir fangen jetzt hier klaren Drücker. Okay, jetzt kommt Musik. Wer kommt denn jetzt rein? Das ist aber niemand da. Ein Roller vom Dragon. Und er geht bis 3, okay. Wir haben jetzt Musik. Nicht erkannt, von wem die genau war, aber habe ich mit Terry Funk so abgelenkt, dass er hier nicht vor 3 nochmal rauskommt. Okay, auch interessant. Weiter geht's mit dem Match Jerry Lynn gegen Taz um den FTW-Title. Taz wird begleitet von seinem Manager, von Will Alfonso. Wir nehmen auch der Taz. Gucken wir, ob wir unseren Titel verteidigen können. Here we go, guys.
Auch schon einige Male gesehen jetzt. Die Human Suplex Machine. Oder stimmt der Jerry Lynch auf Taz zu, bevor er überhaupt, also ich spiele Taz übrigens, schon auf Taz zu, bevor der überhaupt im Ring angekommen ist. Der Alfonso, nimm mal lieber den Gürtel mit hier, Kollege. FTW Rules natürlich hier auch, das heißt, oh, Armbreaker, die Rampe sogar. FTW Rules heißt auch keine Regeln, nur Pinfall. Im Ring möglich, sonst alles erlaubt. Matthias geht jetzt erstmal zurück, holt sich seinen Gürtel. Will ihn noch als Waffe einsetzen, aber der verfehlt allerdings Jerry Lynn. Jetzt hier Suplex von Jerry Lynn. Die Frage, welche Hilfe hier Bill Alfonso sein soll. Man, er hat neulich ein Match bestritten gegen Mike Awesome und haben wir gesehen, was dabei rauskam. Nicht viel. Fest bisher ohne offiziell oder ohne wirkliche offensive Aktion. Jetzt geht das Match auch dann mal offiziell los. Bleibt natürlich draußen. Ich habe keine Ahnung, was die Rolle hier von Bill Alfonso genau sein soll. Wir sind mit dem Tisch. Was beim Headlock. Nur bis 1. Ich weiß nicht, was Bill Alfonso hier macht. Ring raus, Ring rein. Macht hier sein persönliches Fitnessprogramm ein bisschen, aber. Mehr unterstützt uns auch nicht hier. Also Mensch, was glaube ich, auch mal wieder geil, den Manager zu spielen, gerade wenn es hier eben keine Disqualifikation gibt. Das lenkt mich irgendwie mehr ab als Jerry Lynn auf jeden Fall. Aber jetzt macht sich hier der Alfonso mal nützlich, schmeißt ihn in den Sledgehammer in den Ring rein. Und Taz nutzt ihn auch gleich, schlägt damit zu. Der Bulldog, die Tischkante. Aber. Der Alfonso kommt zwar rein, aber das war's dann auch schon. Natürlich einen klaren Drücker. Habt jetzt hier einen Singapore Kane. Man kann Taz aber abfangen und selber benutzen. Und Powerbomb. Draußen. Gerade noch so halb auf die Matte. Wir werden wieder in den Ring rein. Mach doch mal du irgendwas, ey. Elijah Valley over the head suplex. And he's taking this to the outside now. He'll take things into the ring. Er ist mit dem Tisch jetzt angelehnt in die Ringecke. Natürlich jetzt dann auch hier Jerry Lynn mit einem Tazplex durchgeworfen werden. Und T-Bone durch den Tisch. Und plötzlich Taz wieder am Drücker. Nächster Suplex. Er ist robbt rüber.
Aber Kickout bei 2 von Jerry Lynn. Letzte Luft noch gekriegt. Was ist dein Job eigentlich? Im Ring. Das hat Bill Alfonso, lenkt mich mehr ab, als dass der mir hilft. Sein rein, raus und hinher und was ich was. Und Sledgehammer auch da. Fühlt sich nicht Bill Alfonso nicht irgendwie betroffen, was zu machen. Aber Taz kann noch mal rauskommen. Jalen ist hier stark am Bluten durch die ganzen Aktionen von Taz. Ich kann überhaupt nichts machen. Das Spike Pile Driver, nein. Front Slam. Cover. Bill Alfonso fühlt sich da auch nicht betroffen, irgendwas zu machen, und somit gewinnt Jerry Lynn das Match und ist neuer FTW Champion. Ich glaube, es gab damals insgesamt nur vier FTW Champions. In der Neuzeit ist der Titel also öfters gewechselt als in der ganzen Zeit, in der bei der ECW damals unterwegs war. Jerry Lynn damit neuer Champion. Wie gesagt, Taz wird nicht glücklich sein mit den Sachen, die Bill Alfonso gemacht hat, beziehungsweise in dem Fall nicht gemacht hat. In unser Main Event, Lita gegen Tammy Lynn Sitch und Jazz, also die Combo oder das Matchup Lita gegen Jazz haben wir schon so oft gesehen. Jazz jedes Mal gewonnen, jetzt mischt da Tammy Lynn Sitch noch mit. Auch hier Extreme Rules Match. Wollen wir noch irgendwas ändern können? Wir spielen mal mit Tammy Lynn Sitch. Einzug haben wir uns mal gespart. Tammy Lynn hier im Ringrichter-Outfit, im sehr knappen Ringrichter-Outfit. Klar, die Außenseiterin. Ja, die Kraftnachteile eben gegen Jazz. Gegen Lita sowieso, aber gegen Lita auf jeden Fall. Gleich Aufgabe-Move. Da muss jetzt Lita gucken, dass er dazwischen kommt, sonst ist das Ganze schon hier vorbei. Dann wahrscheinlich schon wieder die nächste Runde mit. Jetzt hier Sleeper Hold von Lita gegen Jazz, aber da kann Jazz nochmal rauskommen. Tammy hat noch gar nicht am Match teilgenommen. In der Clothesline. Die einzige Chance, die Tammy hier wirklich hat, ist da, wenn die anderen beiden sich behaken, da irgendwie rein zu sneaken. Und hier zum Beispiel kratzt den Haaren ziehen, das ist so. Es ist halt schwer, den Titel zu holen. Das sind die Möglichkeiten, wo Tammy Lynn da eine Chance sieht. Aber auch nicht mehr bis 2. Bitch Slap. Oh, dann muss sie den Candlestick ein oder den Singapore Cane einstecken. Auf den Rücken, da wo er wirklich wenig bedeckt ist. Hier Singapore Cane gegen Lita. Whip in Reversal. Jazz fängt natürlich den gleich ab.
Fördert ihr. Der Milinsic wird zurück in den Ring rein. So schnell ist dann doch nicht vorbei. Das sind Anführungszeichen harte Schläge von Milinsic hier gegen Lita. Jazz versucht jetzt Lita richtig hinzulegen. Hat ja irgendwas vor. Das Splash von Milinsic geht daneben. Tammy lässt die beiden erstmal machen. Natürlich auch aufpassen, dass hier kein Fall im Ring passiert. Schmeißt jetzt mit dem Singapore Kane nach Jazz. Prallt aber nur ab. Jazz ist mit der Leiter, die sie als Brücke aufbaut. Und was dann da folgen soll. Alexander Blow. Tammy wird ihre Chance gewittert, aber. Irgendwie ist sie nur das dritte Rad am Wagen hier. Lita hier Tammy den Switch im obersten Seil. Ist doch Fade. Nein, DDT. Cover, aber das gleich Chest dazwischen. Hier Tammy Lindsay probiert hat, nicht so ganz geklappt. Schmeißt es aus der Pfanne mit diversen Gegenständen. Brüchst du dann gleich wieder. Vielleicht geht nochmal daneben. Hier ein DDT-chen. Muss noch einen Tisch holen. Muss einen Lita pinnen können. Und Lita fliegt auf die Leiter, die draußen noch liegt. Das ist hinterher. Und ein Moonsault geht die Leiter kaputt. Breaker.
Short jab to the rib cage. Those are agonizing. Single underhook suplex. Pure Kraft hier von Jazz. Und Lita steht auf den umgeklappten Tisch. And now she delivers her back into the ring. And gets tossed back into the mat. You got goes down low. Ja, DDT von Lita. Aber was soll folgen? Schmeißt Tamilin Search die Lita aus dem Ring raus, macht sie das Cover an Jazz. Kommt allerdings bei 1 schon wieder raus. Schmeißt sie Jazz gegen in die Ecke geklemmten Stuhl. War auch nur wieder. Ja, ärgert sie sich natürlich. Die größte Chance, die sie bisher hatte, eigentlich. Der schnappt sich aber eine Mülltonne. Singapore Crane ist auch zerbrochen. Close an sowas der Seil. Folgt von einem Elbow Drop. Ich bin in die Ecke. Close dann hinterher. Eine Tammy kontern. Jazz wieder mit der Leiter. Man sollte ja eigentlich in den Ring rein. She's pumping herself up, reaching out for that burst of energy. Jetzt klemmt Jazz hier das Bein von Tamilin Sitch im Seil fest, zieht dran. Facebuster. Und das geht bis 3. Jazz verteidigt hier abermals ihren Titel. Also war jetzt wahrlich keine Show, die mich jetzt groß umkollert, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, was noch in den Weeklies dran kommt. Alle Matches abgeschlossen für den Tag. Nächste Show. Und irgendwas dabei, was wir spielen können. Einmal haben wir die FBI gegen die Impact Players, Terry Funk gegen Mikey Whipwreck und Rob Van Dam gegen Mike Awesome, ein Extreme Rules Match um den Titel und das bei einer Nebenshow. Okay. Simulieren wir mal die ersten zwei durch. Da ist mir eigentlich wurscht, wer gewinnt. Terry Funk gegen Mikey Whipwreck. Mal auch mal Zufall, bin ich gespannt, was rauskommt. Kann Mikey Whipwreck tatsächlich gewinnen? Der hat eine kleine Siegesserie am Laufen. Und jetzt hier World Title Match, RVD gegen Mike Awesome bei der Weekly Show. Mal gucken, was da passiert. Ganz natürlich auch wieder ein Extreme Rules Match. Entrances lassen wir mal überspringen. Wundert mich echt, ich habe nämlich auch die Nebenshow-Teilnahmen gerade von den Großen ausgeschalten. Aber wahrscheinlich will man hier die Einschaltquote ein bisschen pushen, indem man eben so ein Match hier in den Weekly Episodes präsentiert. Sieht man auch die Halle nicht wirklich besonders. Scheint ja, als würde das Match ganz normal stattfinden. Also keine Eingreifen oder was, sondern was geht los. Aus dem Verlust hier erstmal, dass wieder das Einzige, was ein bisschen doof ist, dieser. Naja, keine Aktion. Aber warum das Match hier in den Weeklies abgewickelt wird, wenn in 2 Wochen unser Pay-Per-View ansteht, verstehe ich nicht ganz, aber irgendwas wird sich hier unser Booker dabei gedacht haben. Und nein, das bin nicht ich. Ich spiele nur die ausführende Gewalt. Da muss der Ref auch einstecken. Ich bin mittlerweile kaputt. Got to get out of the weeds in a hurry.
kein Auszählen hier möglich. Das heißt, einzig und allein der Pinfall muss im Ring erfolgen. Blockkick jetzt von Rob Van Dam außerhalb vom Ring. Und zieht jetzt seinerseits in den Stuhl rein. Mike Austin wartet aber schon auf ihn drauf. Kommt er jetzt mit Kicks. Wir haben jetzt hier den Stuhl im Eck fest. Mike Austin steht aber schon wieder. Der harter Kick. Mike Austin. Im Springboard Moon soll ausweichen. Okay. So, Kick vom Seil. Aber Versuch. Jetzt muss Abidi da in den Stuhl, den er sich selber dahingestellt hat. Baumansatz. Wir wissen, was danach kommen soll. Es soll eine weitere Powerbomb folgen, logischerweise. Noch die geht durch. Cover. Und da kamen bisher wenige Leute raus. Aber Rob Van Dam kann rauskicken. Jetzt Mike Austin dementsprechend auch mit dem Ringrichter nicht ganz zufrieden, dass es langsam gezählt hat. Heißt Power Slam hinterher, nochmal das Cover. Und damit im Nachsitzen Mike Awesome, der Sieger hier. Das ist eine Folge, die mir jetzt echt nicht so. Ich habe die Booking-Entscheidung teilweise nicht verstanden. Damit bleiben noch 2 Wochen bis zum großen Pay-Per-View und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, die Card von der nächsten Show ist richtig weird. Wir haben einmal den Sandman gegen den Rhino, da geht es um den Television-Title von Rhino und einem False Count Anywhere Match. Wir haben Kid Cash gegen Nuncio, dann Sabu gegen Taz, dann Mike Awesome und RVD im Tag-Team gegen Devon Dudley und Stone Cold Steve Austin. Und im Main-Event haben wir wieder Lita gegen Chaz mit Dawn Marie, die ist noch mit dabei, immer mal wieder eine andere Dame mit reingemischt. Also, dass diese Feder mit zwischen Lita und Chaz, die muss irgendwann vorbei sein. Also, das geht mir langsam auf die Nerven. Machen wir in der nächsten Show. Vielen Dank fürs Einschalten. Sauber bleiben. Ciao.